ersten Pressekonferenz in der Saison 2017-18. Am Donnerstag starten wir dann um 20.30 Uhr hier in der Arena gegen den TBV Lemgo. Ich begrüße unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Robert Andersson und Nikolai Link. Und wie immer möchte ich bitte den Trainer bitten, eine Ausschau auf den TBV zu geben und eine Rückschau auf seine Vorbereitung. Ja, erste Lemgo, ja, das glaube ich, hat man schon erster Spieltag gesehen, dass es nicht einfach wird. Ich finde, die haben ein sehr gutes Spiel gemacht gegen den deutschen Meister. Ich finde, die sind auch besser als letzte Saison. Die haben gut verstärkt, finde ich. Einen guten schwedischen Torwart dazu. 6-0 Abwehr passen, viel Erfahrung in Van Olpen, auch mit Isa, gute Abwehrspieler. So, die haben sich da verstärkt und auch, ich finde jetzt, dass die jungen Spieler, Sutton zum Beispiel und auch andere, ein kleines Entwicklung gemacht haben, sodass es ein schönes Spiel wird und eine harte Aufgabe. Das, glaube ich, können wir schon darauf warten und dass die auch wegen dieser Ergebnisse auch ein bisschen Selbstvertrauen gekriegt haben und fahren hier, um noch ein gutes Spiel zu machen. Aber das wissen wir schon und ich glaube, das ist nicht das Allerwichtigste. Das finde ich, das ist uns, dass es endlich mal losgeht für uns. Wir freuen uns drauf. Ich finde, wir haben eine sehr gute Vorbereitung gehabt. Das ist selbstverständlich nicht alles. Wenn es losgeht, ist immer was anderes, aber ich glaube, jeder freut sich auf Donnerstag hier zu spielen in unserer Halle, für unsere Fans. Und wir gucken darauf, dass wir ins Spiel kommen, ins Spielrhythmus, unsere Sachen machen, unsere Flow, Selbstvertrauen kriegen. Das ist das Allerwichtigste. Also wir gucken am meisten auf uns und hoffen, dass wir das rüberbringen schon am ersten Spieltag, was wir spielen wollen und auch gutes Spiel machen kann. Und dann werden wir vielleicht auch belohnt mit einem Sieg und 2 Punkte. Danke, Robert. René, wie groß ist bei dir persönlich die Freude, dass es jetzt endlich wieder losgeht und wie weit siehst du die Mannschaft? Ja, die Freude ist natürlich sehr groß. Endlich geht es wieder in den Start, sowohl für uns als auch für die Jungs. Am Donnerstag geht es quasi natürlich auch wieder bei Null los. Robert hat es gesagt, mit Lemgo erwartet uns natürlich auch jetzt eine Mannschaft, die sich nicht nur gut verstärkt hat, sondern die hier natürlich auch brennt, 2 Punkte zu holen. Aber wir sind, glaube ich, auch sehr gut vorbereitet. Wir können aus dem Vollen schöpfen. Alle Jungs sind fit, alle sind an Bord. Und da wollen wir natürlich jetzt wieder ein Handballfest feiern, so wie wir es im letzten Jahr zu häufig hier schon hatten. Wir wissen um unsere Heimstärke, das wollen wir natürlich jetzt auch am Donnerstag wieder demonstrieren. Aber wir wissen auch, dass wir dafür bereit sein müssen. Also Vorbereitung ist sehr gut gelaufen. Die Jungs haben sich toll präsentiert, die Neuzugänge sind super reingekommen. Aber jetzt am Donnerstag ist wieder Bundesliga und das ist einfach ein ganz anderes Fahrwasser. Da müssen wir jetzt wirklich wieder bei 100% sein, um das zu bestehen. Wir wissen, dass wir die Qualität im Kader haben, aber wir müssen sie auch abrufen. Und ja, wir freuen uns alle sehr drauf, dass wir am Donnerstag jetzt hier wieder in unserem Wohnzimmer quasi Vollgas geben können. Und ja, wir freuen uns sehr. Nico, du bist ein ehemaliger TBVler. Gibt es noch irgendwelche Kontakte dorthin, obwohl es jetzt wirklich schon lange her ist? Ja, ich habe ja damals eigentlich hauptsächlich in der zweiten Mannschaft da gespielt, aber ja, mit den Profis trainieren dürfen. Gibt noch 1-2 Spieler, mit denen ich da gespielt habe. Das ist wirklich ganz wenig, weil es sind, glaube ich, auch schon fast 6 Jahre wieder her. Von dem her gibt es jetzt keinen Kontakt. Wie gesagt, 1-2 Mitspieler kenne ich noch, aber mit denen habe ich jetzt eigentlich auch keinen Kontakt mehr. Das ist einfach schon zu lang her. Und genau, von dem her nicht viel. Danke, Nico. Zeit für Ihre Fragen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Nico, du wirst die erste Frage gleich auf diese 1-2 Gegenspieler. Wer ist das noch? Rolf Herrmann, der ist aber verletzt. Dann der jetzige Trainer, also Florian Kerrmann. Und Teuerkauf noch, stimmt, der ist jetzt wieder da. Der war aber auch mal weg. Das waren erstens 3. Gleich bei dir weiter, Nico. Ihr habt 6, eigentlich 7 Neuzugänge, die jetzt in der Vorbereitung zu integrieren waren. Wie hast du es aus Perspektive des Spielers, des Vizekapitäns erlebt, sowohl die sportliche Integration als auch die menschliche? Ja, ich glaube, das lief alles sehr positiv. Also wie es Robert schon gesagt hat, die Vorbereitung lief wirklich gut.
Also sowohl was jetzt so den Teamgedanken angeht, wir hatten dieses Jahr so ein bisschen anderes Teambuilding, was am Anfang von allen sehr skeptisch beäugt wurde, was aber dann wirklich ziemlich gut war. Also es sind alles wirklich nette Jungs, muss man sagen, und alle ja, in einem ähnlichen Alter. Die meisten davon oder sprechen alle Deutsch, was auch ein großer Vorteil ist für uns dieses Jahr. Von dem her ist es echt sehr positiv und spielerisch her war ich auch sehr überrascht, weil wir doch auch vor allem drei neue Rückraumspieler bekommen haben, wo es ja schon mal besonders schwer ist, die dann einzubinden. Und mit Bunda haben wir eigentlich noch einen Neuzugang zu integrieren gehabt. Dafür hat das alles, glaube ich, ziemlich gut geklappt. Wir hatten halt jetzt einfach leider nur Testspiele, muss man sagen, und einen Pokal gegen den Zweitligisten, was man jetzt auch nicht wirklich werten kann. Von dem her bin ich auch gespannt, was auf uns zukommt. Ich habe das Spiel von Lemgo gestern Abend auch gesehen und war auch relativ überrascht, weil die leider ziemlich gut gespielt haben. Deswegen bin ich gespannt, was da auf uns zukommt am Donnerstag. Aber ich glaube, wir sind ziemlich gut gerüstet und können da schon mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gehen. Katharina Tonsch, Erlanger Nachrichten. Ja, dann würde ich vielleicht auch einfach mal gleich bei dir weitermachen und auch nochmal auf die neuen Spieler eingehen wollen. Jetzt auch zum Beispiel die Harmonie mit der Mitspieler Schröder. Wie ist es nochmal besser wie letztes Jahr? Hast du das Gefühl, es klappt schon ganz gut? Wie sieht es da aus? Ja, Andi kenne ich ja seit ich 15 bin, spielen wir jetzt gegeneinander und waren auch schon in der Auswahl öfter mal beisammen. Deswegen haben wir uns, glaube ich, beide ziemlich gefreut, dass wir in einer Mannschaft jetzt spielen. Das war ein ganz witziger Zufall. Von dem her ist das so menschlich schon mal überhaupt kein Problem. Wobei er einfach auch ein ganz entspannter und sympathischer Typ ist. Also ich glaube, mit dem ist es auch schwer, Probleme zu haben. Ja, und auf dem Spielfeld, also im Angriff spielen wir ja, ich würde sagen, nie zusammen. Eher in der Abwehr und ja, da gibt es sicher noch viele Sachen, die man verbessern kann. Aber ich glaube, das hat phasenweise auch schon ganz ordentlich geklappt. Das war immer so ein bisschen ein Auf und Ab. Aber ich denke, das ist schon recht positiv. Ich würde vielleicht gleich noch eine Anschlussfrage stellen wollen. Wenn du jetzt vergleichst Horak, Schröder, kannst du da schon irgendwas sagen aus der Deckung heraus? Menschlich oder handballerisch? Handballerisch. Kannst aber auch über das Optische sprechen, wie du möchtest. Ich weiß nicht, ob ich die zwei jetzt vergleichen soll. Ich meine, es sind beides überragende Deckungsspieler, würde ich sagen. Und haben beide auch vorne ihre Qualitäten. Also keine Ahnung, ob ich jetzt da mir das rausnehmen kann, die zwei zu vergleichen. Das sind auf jeden Fall beides sehr gute Handballer. Und ich bin auch mit Pavel sehr gut ausgekommen, habe mich mit dem Zimmer geteilt. Mit Andi jetzt auch in der Vorbereitung, von dem her. Würde ich jetzt mal Handballer, kann sich jeder dann selber sein Urteil fällen. Aber ich glaube, es sind beides sehr, sehr gute Jungs. Afkemax. Ja, wenn du Krieger vom... Ist an, ja. Gut, alles klar. Ich wollte nur mal fragen, ob es denn ein Saisonziel gibt von euch, sag ich jetzt mal. Die erste Saison ist ja sehr gut verlaufen in der ersten Bundesliga mit dem 9. Platz. Gibt es da irgendwas Spezielles oder sagt ihr einfach, ihr wollt attraktiven Handball spielen und hier die Region wieder überzeugen, so wie im ersten Jahr? Ja gut, das wollen wir sowieso, natürlich. Ich glaube, attraktiven Handball möchte natürlich jeder Bundesligist zeigen, aber natürlich wollen wir mit unserer Truppe auch hier wieder die ganze Region begeistern. Ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren schon einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Den wollen wir natürlich konsequent fortgehen. Und genau da liegt auch unsere Zielsetzung. Also wir wollen uns einfach weiterentwickeln, sowohl sportlich als auch strukturell. In den Punkten, wo wir jetzt schon wirklich viel angeschoben haben, wollen wir auch in der Zukunft uns wirklich in der Metropolregion hier etablieren, in der Bundesliga etablieren. Wir wissen, wir haben letztes Jahr eine perfekte oder nahezu perfekte Saison gespielt. Der 9. Tabellenplatz ist ein überragendes Ergebnis. Und dementsprechend, ja, wissen wir auch, dass die Messlatte jetzt sehr, sehr hoch hängt. Aber daran machen wir jetzt nicht irgendwelche Saisonziele aus. Wir wollen uns, wie gesagt, wirklich sportlich nochmal den nächsten Schritt gehen, wollen gucken, ob wir noch mehr Punkte holen können, wie im letzten Jahr, aber welcher Tabellenplatz am Ende rauskommt. Das ist jetzt, sage ich jetzt mal, nicht so wichtig. Wir wollen uns in der Liga wirklich stabilisieren, etablieren und langfristig Jahr für Jahr ein Stück nach vorne kommen. Jana Forkel vom AFK Max. Ihr habt ja jetzt schon öfter gesagt, dass ihr euch gut drauf vorbereitet habt. Aber wie genau habt ihr euch vorbereitet? Wo habt ihr da den Wert drauf gelegt bei der Vorbereitung? Jetzt rein sportlich gesehen? Ja. Das ist wahrscheinlich dann. Ja, in allen Bereichen natürlich. Athletisch auf jeden Fall viel Wert in Vorbereitung, aber auch handballerisch in allen Bereichen. Individuell, Abwehr, Angriff. Alles, was dazugehört. Du musst alles trainieren. Und das finde ich, das war 6-7 Wochen, ist
nicht immer viel Zeit, wenn man viele neue Spieler haben. Aber wir haben, ich finde, fast alles geschafft. Wir wissen, wir haben immer noch ein bisschen zu tun, aber Vorbereitung ist gut gelaufen und man muss sich auf viele Sachen konzentrieren und das haben wir auch gemacht. Wo könnte der Schlüssel zum Sieg liegen gegen Lemgo am Donnerstag? Ihr habt ja das Spiel, also du hast ja schon gesagt, dass du es auf jeden Fall geschaut hast. Habt ihr es zusammen mit der Mannschaft vielleicht geschaut? Wo denkt ihr, könnt ihr Lemgo packen? Gibt es da irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, oder ja, ihr habt gesagt, ihr wollt euch auf euch konzentrieren, ja. Vielleicht von der Mannschaft aus, die Abwehr war ja sehr stark, schon in den Vorbereitungsspielen. Gut, es waren Zweitligisten im Pokal gewesen, aber ist das vielleicht ein Schlüssel zum Sieg, dass ihr sagt, aus einer starken Abwehr heraus am Donnerstag? Auf jeden Fall, muss man immer haben. Wie gesagt, Rhein-Neckar-Lemgo, ich glaube sogar Lemgo hat das Spiel 6 gegen 6 gewonnen. Rhein-Neckar hat mit Umschaltungsspiel schnelle Tore in Lemgo gewonnen. Und das heißt, das müssen wir auch versuchen hinzukriegen. Gute Abwehr, gute Torwart ist immer A und O, das muss man haben, sonst wird es immer schwer. Und ich hoffe, dass wir auch diese einfachen Tore hier zu Hause machen können. Das erleichtert unser Spiel ein bisschen und dann sehe ich gute Chancen, dass wir auch in unserem Angriffsspiel ein paar Lösungen finden gegen Lemgos Abwehr. Danke, dann noch eine Frage an den Geschäftsführer und zwar habt ihr ja schon den Boom ein bisschen angesprochen hier in der Metropolregion. Ist das Spiel schon ausverkauft am Donnerstag? Das hatte ich jetzt noch nicht mitbekommen, oder? Nein, ausverkauft ist es noch nicht. Es ist klar, in der Ferienzeit ist es immer etwas schwieriger als sozusagen danach, wenn das ganze Thema auch erstmal ins Rollen gekommen ist, aber wir sind mit dem Vorverkauf sehr zufrieden. Wir sind bei über 3000 verkauften Tickets. Die Halle ist ein bisschen größer, wie jeder weiß. Dementsprechend gibt es noch ein paar Karten. Und ich glaube, dass wir am Donnerstag wirklich auch jetzt mit einer attraktiven Mannschaft ein sehr attraktives Spiel gegen ja, einen sehr starken Gegner haben werden. Also kann ich nur jeden dazu einladen, sich das am Donnerstagabend mal anzuschauen. Ist die Anzahl der Dauerkarten gestiegen im Vergleich zur letzten Saison? Die ist leicht gestiegen. Natürlich ist jetzt eine genaue Zahl da jetzt nicht zu nennen, aber wir sind auf einem sehr guten Weg, was jetzt aufgrund der, ich sage jetzt mal auch neuen Anwurfzeiten keine Selbstverständlichkeit ist. Also es zeigt schon, wie groß die Euphorie auch in der Region für den Handball ist und da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Vielen Dank. Robert, bevor wir es vergessen, René hat ja angedeutet, es sind alle fit. Das heißt, auch Gorast ist wieder so weit, dass er einsatzfähig ist. Gorath hat auch mittrainiert ein paar Mal, ja, also der ist auch fit, kann auch spielen, ja. Gibt es noch weitere Fragen? Katharina Tonsch. Genau, Robert Andersen, vielleicht auch noch mal ein paar Fragen. Kann man im Vergleich zur Vorsaison irgendwelche großen Änderungen schon erwarten? Ich meine, abgesehen davon, dass andere Spieler auf dem Feld stehen, aber auch von der Spielweise, von der Herangehensweise? Nee, nicht so viel, glaube ich. Viele Sachen sind ähnlich. Wir haben ein paar andere Spielertypen. So da wird vielleicht was anderes zu merken, hoffe ich. Aber sonst nicht so viele Veränderungen. Nee. Bei wie viel Prozent siehst du die Mannschaft? Ich meine, jetzt ist es immer schwierig zum Saisonstart. Ich weiß es nicht, wir haben noch nicht gespielt. Es ist schwer zu sagen. Ich freue mich auf dieses Spiel und danach kann man gucken. Man hat gesehen, auch erster Spieltag gab es eine große Überraschung. Ich finde auch viele kleine Überraschungen. Das ist immer, man braucht ein paar Spiele, bis man richtig weiß, da müssen wir mehr dran arbeiten, da weniger und so weiter. So, das ist schwer im Moment zu sagen. Wir haben, wie gesagt, eine super Vorbereitung gehabt, aber am Donnerstag ist was ganz anderes und da gucken wir, wie das aussieht. Noch zwei personelle Fragen. Wird man am Donnerstag auch schon sehen, dass Nico Link jetzt nicht mehr 60 Minuten Angriff, Abwehr voll durchspielen muss? Das kann gut möglich sein, ja. Wir haben alle Spieler fit, wir haben uns da verstärkt und man hat auch gemerkt, dass Nico letzte Saison sehr viel spielen müsste, hat auch viel Kraft gekostet, vorne und hinten so viel zu spielen, sodass da ein bisschen Entlastung kriegen ist für ihn auch gut. Ja. Zweite personelle Frage, gibt es schon eine Entscheidung fürs Tor und wenn ja, warum? Noch nicht. Das kann immer was passieren im Training und so weiter. Jetzt hat vielleicht Katze ein kleines bisschen Vorteil, weil Gorath war ein, zwei Wochen verletzt, ist noch nicht 100% da. So die Wahrscheinlichkeit, dass Katze anfängt, ist groß, aber wie gesagt, es sind immer noch zwei Trainingseinheiten und so weiter. Bauchgefühl kommt auch dazu, so das wissen wir erst am Donnerstag. Gibt es weitere Fragen?
Ist nicht der Fall, dann danke ich fürs Kommen. Und wir sehen uns dann am Donnerstag um 20:30 Uhr hier wieder. Vielen Dank. Tschüss.